Ja, vielleicht sollte man hier wirklich gleich mal zweispurig bauen. Machen wir doch mal hier, also zweispurige Autobahn. Vielleicht gleich mal ab hier. So, irgendwie geht das jetzt schneller oder wie? Gucken wir noch mal, was das jetzt gebracht hat. Auch nicht so, also nicht viel. Auch nicht so, ist nicht viel. Vielleicht, dass wir hier noch eine Ausfahrt machen. Hier fährt ja eh keiner auf der Straße. So, mal schauen, ob ihr das als Alternative nehmt, wenn ihr denn hierhin wollt. Mal gucken. So, und jetzt hatte ich ja gesagt, wir wollten ganz am Schluss noch mal irgendwelche Autos verfolgen, die dann rechts abbiegen auf der anderen Autobahn, die wir da. Ich denke mal, dass wir dann den hier mal nehmen. Den Forstwirtschaftswagen. Da fahren wir dann mal vorne mit. So, nicht auf der Ladefläche. Und das wird dann die letzte Einstellung für die heutige Aufnahme. Wir haben auch schon wieder 2 Stunden und 11 Minuten, ist fast 2 Uhr nachts. Ja, wir fahren dieses Auto noch mit hier, also bei dem Auto noch mit hinten. Hoffen, dass er rechts abbiegt auf die Autobahn, die in die Berge geht, und dass man das vielleicht noch am Tage. Wohl eher nicht, wenn so Schleicher vor einem sind hier mit dem Holz-LKW. Naja, viel sehen tun wir da natürlich nicht jetzt hier. Da kann ich nur hoffen, dass sie nach dem Autobahndreieck, ich meine, die Strecke kennen wir jetzt ja schon, dass wir nach dem Autobahndreieck, am Tage sehen wir das nicht mehr, es ist dunkel, dass man nach dem Autobahndreieck dann den überholen können. So, jetzt der große Fluss. Der kommt übrigens vom Pinatubo runter, also in Wirklichkeit, ne? Der Pinatubo liegt irgendwo rechts. Nee, der kommt auch nicht vom Pinatubo. Das ist dann noch weiter. Also, wir können ihn vielleicht sehen, wenn wir jetzt rechts abbiegen. Er ist aber nicht auf der Map, also ihr müsst ihn euch nur vorstellen, sehen, wenn wir ihn nicht können. Ah. Deswegen fahre ich zum Beispiel nie so dicht hinter dem LKW her. Es gibt also viele Verkehrsteilnehmer, PKWs auch, die halten überhaupt keinen Sicherheitsabstand zum LKW. Du siehst doch da gar nichts, ja? Also wenn ich jetzt hier, wenn ein LKW mit 90 oder 95 über der Autobahn fährt und dann gibt es also Leute, die direkt dahinter fahren, wie misst man den Sicherheitsabstand aus? Was habe ich in der Fahrschule gelernt? Indem man sagt 21, 22. Bei I fährt der Vorfahrende ja, an einer bestimmten Marke vorbei und nach dem 22 komme ich erst. Das ist ein ganz schöner Abstand, weil das muss ja auch so sein. Jetzt stellt euch mal vor, der fährt jetzt irgendwo rein in so einen Stau und so habe ich mir das gedacht, jawohl, und bremst. Dann haben wir keine Möglichkeit zu reagieren, ja.
weil wir die Bremslichter sehen oder vielleicht bremst er ja gar nicht und knallt so in den Stau, denn so entstehen die Auffahrunfälle. So, jetzt fahren wir hier in die Berge wieder rein. Mal sehen, ob wir von hier dann die Stadt sehen können. Ich glaube nicht. Aber das ist eine schöne Autobahn. Die habe ich schön angelegt, aber man kommt halt nur relativ schwer hin und mühsam. Ja, und vielleicht muss man sie mal am Tage abfahren, damit man das richtig schön sieht. Oder wir müssen dann, nachdem wir den 65.000 Meilenstein haben, hier geht es jetzt richtig in die Berge, dass wir den 65.000 Meilenstein haben und dann vielleicht da ein Gebiet kaufen und dann da was bauen, wo die Autos dann immer hier rumfahren müssen. Naja, das wäre gemein, aber... Naja, wenn wir es nicht machen, dann ist es natürlich so, dass sie dann die Stadt als Abkürzung nehmen. Also wenn jetzt einer von hier zur Küste will, nehmen wir mal an, ja, der muss ja jetzt einmal ganz rum. Also der fährt, kommt von da, fährt hier ganz rum, Küste, dann da wieder hoch. Der wird natürlich dann diese Abkürzung durch die Stadt nehmen. Das wollen wir ja auch nicht. Jetzt wird mal wieder gespeichert. So, hier ist einiges an Straße und Lichtern. Hier ist wieder dieser Fluss. Ach, da kommt ja noch eine Eisenbahn. Dann war es die Eisenbahn. Nicht der Fluss. So, und jetzt geht es in die Berge hinein. Die Autobahn macht wirklich ein paar haarsträubende Windungen da oben. Seht ihr gleich. Wenn wir denn vorgelassen werden oder überholen dürfen. Ja, man sieht es ja auch so. War nicht so leicht zu bauen, dieses Stück bei der Erstellung der Map. So, und jetzt hier alle quietschenden Reifen in die Kurve. Hier geht es also richtig hoch. Immerhin fahren sie alle im gleichen Tempo noch. Es gibt keine Schleicher hier. Also so richtige Schleicher, die Berge hochschleichen, ja. Schmiedchenschleicher mit den elastischen Beinen oder mit den elastischen Rädern, Achsen oder wie auch immer. So, das ist jetzt wirklich hier heftig, was hier abgeht. Ein Verkehr ist hier, das ist ja Wahnsinn. Guckt euch das an. Hier ist ja überhaupt nichts mehr. Wir fahren nach außerhalb der Karte. So, hier ist jetzt der Bergbach. Hier sind wir jenseits von Jut und Böse, ne? JWD heißt das auf Berlinerisch, ganz weit draußen. JWD, aber wirklich. So, jetzt geht es dann noch weiter hoch. Das ist eine richtig schöne Autobahn. Da fährt man lange, da kann man die Folgen fühlen, liebe Leute hier. Jetzt fahren wir, jetzt sieht man schon die Morgendämmerung, glaube ich. Also wir werden vielleicht in 30, 40 Folgen hier nochmal fahren. Denn wirklich, das ist eine lange Strecke. Ja. Mond geht gleich, wir sind die ganze Nacht durchgefahren gleich, wirklich wahr. Aber ich denke mal, wir sind gleich am Ende. Ich meine, so groß kann die Map ja auch nicht sein. Oder? Wie ist das? Sieht man schon die Dämmerung tatsächlich, aber es wird jetzt auch schon etwas diesiger und nebliger, das heißt, wir sind gleich am Rande der Karte angekommen. So, da waren wir. Wow. Da sind wir auf der Davis-Autobahn rausgefahren. Nee, gar nicht, das war die Roberts-Autobahn. Roberts-Autobahn. Doch, die Davis-Autobahn. Die Roberts kommt ja rein. So, gucken wir noch mal nach den Staus.
fahren denn inzwischen Autos auch hier rum? Jawohl. Und dann hat sich doch gleich der Stau nicht ganz aufgelöst, aber etwas entspannt. Das Kreuz ist wieder frei. Wie sieht das hier oben aus? Wird wieder gespeichert, ne? Oder? Hier ist auch kein Stau mehr. Doch, hier ist er noch. Hier ist er noch. Hier müssen wir dann auch mal was machen. Vielleicht, dass wir hier dann die Autobahn da so rüber verlegen und dann doch hier vielleicht so ein bisschen. Ja, wir müssen uns hier noch was einfallen lassen hier. Aber bei diesem ganzen Spaghetti, da kennt man sich bald gar nicht mehr durch. Kennt man sich gar nicht mehr aus, so richtig, ehrlich gesagt. Steigt man gar nicht mehr durch. Aber das ist hier ein Stück, wo es praktisch so eine Art Engstelle. Ja, man hat also zwei fette Autobahnen, die zusammenkommen. Und dann geht es dann hier wieder auseinander. Hier müssen wir entzerren, dass wir also vielleicht die Autobahn hier so rumlegen. Und dann hier das irgendwie alles ein bisschen anders gestalten, denke ich mal. Naja, das sehen wir dann. Vielleicht stellen wir eine Autobahn auch so direkt hier irgendwie. Naja, wir werden das schon noch hinkriegen, dass wir das ganze Kreuz umbauen. Vielleicht hier wollen auch einige rein. Ja. Aber das ist nicht der Grund. Der Grund ist halt, dass die hier sich einsortieren wie die Verrückten. Aber vielleicht könnte man hier dann noch diese eine Ausfahrt, wo ja viele raus wollen, dass man das hier irgendwie etwas anders baut. Ja, und dann staut sich so anders wieder, ne? Wir wissen das ja. Also, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, das war lang genug, jetzt 2 Stunden 20. Es ist hier 2 Uhr genau jetzt. Und ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, euch hat die Aufnahme gefallen. Wir haben Staubekämpfung mal wieder gemacht. Wir verlieren Einwohner. Wir brauchen Bürogebiete. Ach, guck an. So, so. Das machen wir dann das nächste Mal. Da können wir dann hier alles voll Bürogebiete knallen. Oder auf der Seite weitermachen. Was ist hier? Ach, ich dachte ein Auto, das ist der Zeppelin, okay. Ein Auto auf dem Feld, da hätte ich mich jetzt aber wirklich gewundert. Nee, wir haben hier irgendwie Rohstoffe noch drunter, ne, die wir noch abbauen wollten. Ist das richtig? Ja, hier sind noch. Nee, das Eisen wollten wir nicht abbauen. Also können wir hier durchaus durchaus hier was machen. Dass man hier also schon praktisch mit einer neuen Siedlung anfängt, die jetzt hier so hoch geht. So, eine relativ größere Siedlung. Ne, könnte man machen. Die alles hat. Gewerbe, Industrie, wie immer. Also Gewerbe, Büro und Wohnungen. Dass wir nicht so viel Pendelverkehr haben. Eine S-Bahn-Linie vielleicht dann weiterbauen, die wir ja hier schon zum Flughafen haben. Wo sind denn die Bahnlinien? Hier, also die S-Bahn sieht man jetzt gar nicht so richtig. Da geht sie rum. Hier geht sie zum Flughafen. Wo ist der Flughafen? Hier? Nee. Hier. Da geht sie rum. Dass wir die dann hier auch reinführen. Achso, was sind das für Linien, habe ich gedacht. Wir sehen ja unsere Zeppelinstraße, genau. So ist das. Hier haben wir ein bisschen übertrieben. Stimmt, da hatten wir mal die Haltestelle verlegt. Genau, genau. Es löst sich alles auf. Ja, das war's. Also alle Probleme lösen sich. Luft auf, schön wär's. Das war's, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Oberspiel City Skylines. Turbine funktioniert auch prima.
Und wir speichern das Spiel unter Oberspiel Zürich. Speichern und speichern. Ja. Und ich verabschiede mich am 19. Juni 2043. Da bin ich 89 Jahre und spiele noch immer fleißig City Skylines. Tschüss und bye bye. Euer Norbert vom Kanal Oberspielt. Tschüss.